Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Mod-Vorstellung. Und heute stelle ich euch den Morphensis Mod vor. Und der fügt 5 neue Arten von Öfen hinzu, die alles was anderes machen. Ja, ich würde sagen, wir gehen direkt mal los. Ich habe schon ein bisschen Kohle hier. So, das ist der erste. Das ist der Iron Furnace. Normaler Ofen, dann einfach Eisen rum. Und hier so ein Iron Furnace raus. Das Crafting-Rezept ist ein Gold-Furnace, einfach ein Iron-Furnace, dann Gold rum, dann Gold-Furnace raus. Der nächste ist Diamond-Furnace, Gold-Furnace oder Dias rum. Der nächste ist ein Obsidian-Furnace, ein Iron-Furnace und dann so ein Obsidian rum. Der nächste, der letzte ist ein Netherrack-Furnace, normalen Ofen und dann Netherrack rüber. Und ich schaue, was ich mir genommen hätte. Tja, jetzt bin ich ja intelligent. Intelligenz. So. Ich habe jetzt unterschiedliche Eigenschaften. Wir können ja auch was zum Spät machen. Wir haben hier wieder ganz viele. Und jetzt warten wir mal den ganzen. Der geht los. Der kann. Ich schau nach. Ja, ich sehe dich schon vorbereitet. Ja. Der kann halt, zwei Items auf einmal machen. Ja, jetzt mit viel zu oder so nehmen. So. Das war auch nicht zu viel. Als Beispiel jetzt. Hier kann man das nehmen. Aber auch von hier. Wie ja. Eigentlich. Wo ist das nur? Ich bin vorbereitet wie sonst was. Naja. Also. Ich glaube, wir von den zwei Items auf einmal machen. Wir drehen mal weiter. Wollen wir mehr bei mir? Das ist der Gold Furnace. Ihr seht, man kann sehr viele Items auf einmal machen. Ich zeige euch, was ihr macht. Der Gold Furnace kann smelt 20 Items per Coal. Also 20 Items kann er schmelzen. Pro Kohle. So. Wie sieht Gold wieder abgeht. Der geht ab, oder? Wenn ich eine Tür unternehmen und dann hier so ein paar schöne Rindfleisch. Ja. Ja. Ups, jetzt kommen wir komische Nachrichten. Ja. Super. So, hier wieder 7000 Nachrichten von Steam. Ah, alles klar. Naja, gehen wir noch weiter zum Diamond Furnace. Also, ihr seht, wie das abgeht. Der macht das echt. Ich hab schon von 3-6 gebraten. Dann kurz zum nächsten, der Diamond Furnace. Und zwar, das ist. Der Diamond Furnace kann smelt 40 Items per Code. Und das wird. Und dann wieder abgeht. Looked, friends. Dear friends. Guckt euch das an, wie der abgeht. Seht ihr, wie viele Items er machen kann, ne? Er kann so viel machen auf einmal, ne? So. Ja, da vorne ist. Jetzt wird natürlich Feuer, guck mal nach. Der Jasper, aber gucken wir euch, wie der abgeht. Man könnte mal ein bisschen Eisen reinschmeißen. Mit zwei Stacks Eisen auf einmal. In einen Ofen noch ein bisschen Golden Zeug, ne, ein bisschen Fleisch, noch Fleisch, ne, ein bisschen Sand oder so, ne. Das könnt ihr dann in die Höhle gehen, ihr habt dann alle parat und dann weiß. Dann geht weiter, von Jan, Furnace. Und zwar der macht, ihr habt ja nicht von das kein Smelt, 2 items at once and this fast. Ja, Iron Furnace. Bedeutet,
Er kam zweitens auf einmal Schmerz. Was wird denn? Das ist wohl reintun? Rindfleisch. Nochmal Rindfleisch. Das ist genauso, wie so ein Maler halt, ne? So ein Eifelfernis. Oh, er macht zwei auf einmal. Zum Beispiel könnten wir zum Beispiel jetzt hier das rausnehmen und zum Beispiel jetzt mal ein bisschen. Also, jetzt reintun. Ich sehe es mal wieder aus. Also, das heißt, jetzt einfach reintun. Das bedeutet, der schmilzt jetzt Eisen und Steak auf einmal. Eisen und Steaks. Das ist doch mal echt nice, oder, Leute? Das ist ziemlich nice. Finde ich ganz geil. Ziemlich cooler Mod. Ah, da, cool. Guck mal, wie der abgeht. Der hat ja schon 51 Steaks. Das geht richtig ab. Mal zum nächsten und war ein sehr guter Abend hier. Ist aber schon wieder dunkel. Oh, alles klar. So. Oh ne, geht ab. Geht ab wie nichts. Für Gold. Auch dunkel hier. Guck mal her. Guck mal, wie wieder abgeht. Der hat den ganzen Steak jetzt durchgebraten. Na genau, was soll er? Sein Arrow Furnace doesn't need any fuel. Zumindest wenn items whenever fires on top it, takes 20 90 seconds to spare one item. Ja. Hier brauchen wir keinen Brandshop dafür. Also wir können einfach reinschmeißen. Aber der ist halt. Ah, schauen wir mal. Ups. Ich wollte aber ein bisschen. Hier ein bisschen Beheizung. Ich tue aber so ein Lager einfach. So, ich schließe eigentlich. Also ich weiß nicht, wie man den Ding jetzt hier bebauen kann. Kann man da hochkramen jetzt? Wird ja gemacht. Na, ich weiß gerade nicht, wie man das machen kann. Nur den Beizen kann ich sehen, dass er mit Furnace. Ich habe jetzt keine Ahnung, wie kann ich mich jetzt zugreifen. Ich muss doch zugreifen, oder was? Ja, ach so. Naja, ja, ich weiß gar nicht, wie man was machen muss. Ich glaube, das ist ja nichts, das ist einfach nur, ja. Wenn da Feuer dran ist, aber ich weiß gar nicht, wie man jetzt gepowert, irgendwie vielleicht mit anderen Öfen verbinden oder so. Guck mal, wie weit der abgeht. Er geht ab. Wie sonst was. Wollt ihr dann der Massen auch natürlich ein bisschen für Kohle? Ist eigentlich normal so, ne? Wo das nicht abgeht, ey. 40 Items für Kohle. Das ist nice, würde ich mal sagen, ne? Also der Bayer Diamond Ofen ist auf jeden Fall mein Lieblingsofen und ist hier gesagt gewesen. Von dieser Muffenstellung. Das Video gefallen hat, eine positive Wertung da. Abonnieren nicht vergessen und tschüss!